Ah, da ist der nächste Schrein. Den müssen wir mal. Wie sollen wir das ohne Fackel? Vielleicht kannst du dir diesen Baum auch zunutze machen. Bestimmt. Den armen Baum anzünden. Ich kann da unter dem Baum was liegen. Ich bin unter dem Baum hier. Schutz finden. Und jetzt hier. Okay, die Fackel kriege ich hier nicht hoch. Schlecht, weil es hier weitergeht. Ob ich hier eine Fackel bräuchte. Kann ich den Baum, die Fackel nicht zum Baum bringen, die Fackel nicht zum Baum bringen kann, vielleicht kann ich den Baum zur Fackel bringen. Oder wie? Also den Baum können wir nicht anzünden. Das wird nicht klappen. Können wir es auf den Baum werfen. Nee. Absolut nicht. Der beugt sich sofort weg. Den Baum anzünden von unten ist an der Wurzel. Ist auch keine Option. Ja, ich versuche es ja. Dahin werfen wir mal hin sein wird, oder? Den Baum zunutze machen. Ich kann mal da. Eine leere Fackel hier oben drauf werfen. Ja. Können wir die vielleicht hier ablegen? Nee, das tut nichts bringen. Oder wir können da oben an der Ecke eine Fackel hinlegen, auf der Wurzel. Dann entsprechend werfen. Blick's gar nicht. Wie ist die Lösung dafür? Ich muss jetzt irgendwie mehr oder weniger selbst drauf kommen.
können wir hier eine hinlegen. Mit der einen ablenken und mit der anderen. Baumstamm anzünden war keine Idee, oder? Spinnnetz anzünden. Der beugt sich weg, sobald wir werfen. Darauf kommen wir. Aber ohne Fackel. Fackel, die Dackel. Vielleicht können wir hier was. Ne, die fällt da runter. Eine leere Fackel in die Blätter stecken. Dann anzünden. Nee, sinnlos. Oh, wir können auch mit WASD spielen. Ah, sehr schön. Merke ich relativ spät. Okay, mit den Mustasten ist es besser bei diesem Spiel. Okay, ich habe da nämlich eine Idee. Wenn wir nur weit genug. Von hier aus werfen. Ne, da beugt sich mal wieder hoch. Meine Idee wäre es, um den Baum zu nutzen, indem ich das dort oben auf ihn drauf werfe. Und es scheint es ja wirklich immer, wenn ich den. Das ist doch meine Idee, das für den. Auf den Stumpf werfen. Da bringt sie sofort hoch, instant. Dann habe ich wirklich keine Idee. Tja. Lass mal kurz gucken, ich glaube zwar nicht dran, aber wir spielen das am Release Date. A Juggler's Tale Walkthrough. Kinder, merkt euch eins, da ist immer ein Walkthrough. Regel 1 des Internets. Da gibt es immer einen Walkthrough. Ein brandneuer Walkthrough jetzt zu Juggler's Tale. Gerade eben live, gerade parallel mit mir live. Ja, wie macht der das denn? Das Sekunde. Das muss doch.
da hochgeworfen. Sehr schön. So einfach ging's. Einfach durch das Loch im Baum nach oben geworfen. Bist du traurig, dass dafür jetzt ein Rockflug braucht? Okay. Nimm mir mal lieber eine Fackel mit. Nicht ich. Okay, jetzt habe ich keine Fackel mit. Ich hoffe, ich brauche keine mehr. Okay. Das könnte ein Problem sein. Okay, hier hoch. Wie soll es eine Fackel hier den langen Weg schaffen? Wie soll das denn funktionieren? Oh nein. Hier geblieben. Okay, Stecker. Oder so. Abby, verstehst du langsam, wie dringend du mich brauchst? Dieser Ort ist so gar nichts für dich. Na, so geht's auch. Okay, verbackte Abby. Kumpelnde Abby. Ich hab einen Bug entdeckt. Ja, kumpel mal. Ja. Ich würde jetzt ungern das Kapitel neu starten. Soweit ich weiß, Kapitel 2. Ah ja, okay, ja manchmal muss man einfach nochmal. An meinen Fäden fühlst du dich wirklich sicher. So, jetzt hier nochmal hochgekumpelt. Ich habe hier schon einige Bugs entdeckt. Das ist interessant. Müsste ich mal nachher zusammentragen. Und den Entwicklern schicken. Falls das nicht schon andere entdeckt haben. Eine Stream-View, die einfach mal weiter reichen. Schaut euch gefälligst die 3 Stunden an. Abby, verstehst du langsam, wie dringend du mich brauchst? Dieser Ort ist so gar nichts. Ja. Die Fackel.
alles aus. Das geht nicht mehr an. Vorsichtig. Ah, okay. Sehr schön.